Wir schauen jetzt noch nach Belgien und zwar nach Solda. Wir schauen uns ganz kurz eine Runde oder die letzte Runde dieses Formel-1-Rennens an. Es ist nur ein Teil natürlich. Wir sehen jetzt ganz links oben und ganz kurz war es nur, sahen wir den Niki Lauda an die Box rollen und daneben den späteren Sieger Jackie Stewart. Der Niki Lauda hat ja da wieder Pech gehabt. Es ist ihm gerade im entscheidenden Augenblick der Benzin ausgegangen. Aber er hat dennoch einen hervorragenden fünften Platz erreicht. Eben wurde Jackie Stewart abgewinkt. Das ist der Sever, glaube ich, mit ja. Nummer 5. Und da müsste auch der Niki Lauda mal kommen. Waren Sie da dabei? Ja, jetzt gerade über die Linie gekommen. Ne? Jedenfalls Solda. Es war ein großer Erfolg und ich fange mal nicht mit dem Niki Lauda an, sondern mit dem Helmut Koenig. Bei beiden muss ich mich bedanken, dass sie also direkt praktisch aus Belgien hierher gekommen sind. Sie wollten es gar nicht so schnell machen, weil sie ja gestern so schnell fahren mussten. Sie haben also das Formel Super V gewonnen. Wie war Ihr Rennen? Ja, das war eigentlich so, wie man sich ein Rennen wünscht. Das hat mit einem Startzielsieg genau das gebraucht, was sich, glaube ich, jeder Rennfahrer wünscht. Und wer waren Ihre Hauptgegner? Ja, das war der Finne Mika Apianen, der sehr, sehr schnell Auto fährt und der hat mich auch in der ersten Hälfte des Rennens ziemlich bedrängt und dann ist aber Gott sei Dank gelungen, er hat einen kleinen Fehler gemacht und ich habe Abstand gewonnen und dann bin ich mit einem ziemlichen Abstand ins Ziel gekommen. Bei meinem vorherigen Sprechfehler habe ich, glaube ich, Ihre Wünsche irgendwie ausgedrückt. Sie möchten noch umsteigen, glaube ich. Ne? Ja, also die Formel 2, die liegt mir sehr am Herzen und ich bemühe mich also mit allen möglichen Mitteln und mit ziemlich viel Verhandlungen da hineinzukommen, aber ist halt etwas schwierig, wie der Niki sicherlich auch bestätigen kann. Und glauben Sie, dass Sie heuer nochmal drankommen in der Ich glaube schon. Ich glaube sogar, dass es im Juni soweit sein wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also wir gratulieren jedenfalls. Ne? Danke. Und Ihnen gratulieren wir besonders zum Gewinn der ersten Weltmeisterschaftspunkte. Das war ja höchste Zeit. Ne? Ja, ich bin sehr froh, dass das diesmal gelungen ist, weil ich aber schon sehr lange darauf gewartet. Es hat da große Diskussionen vor diesem Rennen gegeben, ob überhaupt gestartet werden sollte. Wer waren die Sprecher der Fahrer und war das richtig, dass man zuerst gesagt hat, man wolle nicht fahren? Also es waren zwei große Probleme da. Das eine Problem war Jacky X, der ja kein Mitglied ist der GPDR und Belgier ist. Und zwar ist er seinerzeit ausgetreten, wie die GPDR sich erklärt hat, in Spa nicht zu fahren. GPDR, das ist also die Grand Prix Driver Association. Ja. Im Gegensatz waren wir mit Danny Halm, unserem Präsidenten, an der Spitze. Das Problem war, dass sich nach dem ersten Training der Asphalt komplett aufgelöst hat, nachdem die Veranstalter zweimal versichert haben, dass er hundertprozentig in Ordnung sein wird. Das heißt, der Kurs war unfahrbar für das zweite Training, was am ersten Tag stattfand. X hat immer wieder erklärt, er fahre, weil er eben kein Mitglied ist. Und es war dann am Schluss so, dass wir von den Veranstaltern einen unterschriebenen Zettel wollten, worin sich die bereit erklären, wenn der Asphalt am nächsten Tag, nachdem er repariert wurde, wieder aufbrechen soll, dass sie das Rennen absagen. Und da haben wir wieder den Druck unserer Konstrukteure gehabt, die das so wollten, weil da mussten die Veranstalter das Geld an die Konstrukteure zahlen. Also es war dann letztlich doch eine finanzielle Frage. Es war eine finanzielle Frage und es ist dann eben so weit gegangen, dass wir in unserem Wohnwagen saßen und auf die Unterschrift gewartet haben. Derweil wurde das offizielle Training begonnen und Jacky X fuhr mit seinem Ferrari eine Runde immer schneller und immer schneller. Und es war also wirklich sehr interessant zu beobachten, wie zum Beispiel die Brasilianer mit dem Temperament immer nervöser wurden und alle schon hinausgehen wollten, aber Stewart und Halm konnten eben alles unter Kontrolle halten. Dann wurde die Unterschrift gegeben und sofort wurde das Training aufgenommen. Und was hat sich dann auf der Bahn ergeben? War die Bahn dann sicher oder war sie gefährlich? Die Bahn war sicher am Samstagtraining, also wo eigentlich das ganze Problem war, war sie hundertprozentig in Ordnung. Aber nur da haben wir dann eben alle gesagt, die dummen Fahrer, was war also alles nicht notwendig. Aber wie sich dann gezeigt hat am Sonntag, sind 7 Auto in einer Kurve draußen gelegen. Und ich glaube, das spricht also weniger für die Bahn und die Fahrer haben also überhaupt keine Chance gehabt. Weil insofern man 1 Zentimeter von der Linie abgefahren ist, war Sand. Und mit den breiten Slicksreifen ist das wie Glatteis und es ist, wie gesagt, 7 Auto in einer Kurve. Und wie ist nun Ihr Rennen gelaufen? Mein Rennen ist relativ gut gelaufen. Wir haben keinerlei Reifenprobleme gehabt, nur ein Problem haben wir gehabt, dass wir das Benzin so zu kalkulieren hatten, aber am Anfang so wenig, also das Minimumgewicht zu schleppen, um damit die Reifen zu halten. Deswegen wurde bei uns sehr knapp kalkuliert, was sich dann bei mir im Endeffekt
leider zu knapp war und ich musste, wie gesagt, zwei Runden vor Schluss an die Box noch einmal nachtanken. Nachdem ich noch probiert habe, weiterzufahren, aber das Auto ist mir dann in der Boxengerade, wie ich zum Tanken fuhr, komplett abgestorben und hat keinen Mucks mehr gemacht. Und wie viel Liter ist da gegangen? Die haben eingefüllt 5 Liter. Und das Problem war dann, wie ich dann wieder hinausfuhr, bin ich hinter Andrea De Adamitsch wieder hinausgekommen. Und ich habe aber nicht gewusst, dass er derjenige ist, der mir den vierten Platz streitig macht. Mhm. Deswegen bin ich keinerlei Risiko mehr eingegangen, um ihn vorzufahren, weil ich habe mir gedacht, er wurde überrundet von mir. Und bin also praktisch dann nur neben ihn über die Ziellinie gefahren, aber nicht gewusst, dass es hier um den vierten Platz geht. Und wenn Sie also gefordert worden wären, hätten Sie... Ja, hätte ich mir schon was einfallen lassen in der letzten. Und ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert hätte oder nicht. Auf jeden Fall hätte ich was riskiert, um eben zu probieren, meinen Platz wieder zurückzuerobern. Aber ich habe es leider nicht gewusst. Sie waren jedenfalls der erfolgreichste BRM-Fahrer in diesen Rennen, nicht? Ja, Jean-Pierre Beltoise musste in die Box mit, glaube ich, Reifenproblemen und elektrischen Problemen. Regazzoni hat einen Reifenschaden und ist dann, glaube ich, 10 Runden Verschluss von der Bahn gerutscht. Und wie ist es da in Ihrem Rennstall? Kommt man da hin und klopft Ihnen auf die Schulter oder geht man da über so einen Platz einfach hinweg? Nein, die BRM waren sehr froh eigentlich über den Platz, nur waren sie etwas betreten über die... Über die Benzinaffäre, wobei man jetzt im Moment noch nicht genau weiß, was wirklich schuld war. Das Auto wird jetzt zerlegt. Es kann sein, dass ein Ventil von diesen 5 verschiedenen Tanks, die dieses Auto haben muss, vielleicht geklemmt hat und deswegen ein Tank sich nicht entleert hat. Aber das kann man erst in der Fabrik feststellen. Und wann ist das nächste Rennen für Sie? Ich muss morgen nach Schweden fliegen mit BRM, eben testen für den schwedischen Grand Prix, der in ungefähr einem Monat stattfindet, wieder Reifentest. Und der nächste Grand Prix ist Monte Carlo in 14 Tagen. Da können Sie am Mittwoch heute den österreichischen Fußball an die Damen halten. Ja, das werde ich sicher tun. Ja, da sind wir wieder also beim Ausgangspunkt unserer Sendung. Meine Damen und Herren, das war unser heutiger Telesport. Ich hoffe, die Palette hat Ihnen gefallen. Ich sage Ihnen auf Wiedersehen und gute Nacht.